Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute Abend hier in Regensdorf und möchten Ihnen eine Gruppe von Leuten vorstellen, die etwas machen, das auf den ersten Moment fast unwahrscheinlich tönt. Es handelt sich dabei um einen Tanzkurs, wo Behinderte, die wohlverstanden im Rollstuhl sind, mit Nichtbehinderten zusammen lernen, tanzen. Für jemanden, der an Rollstuhl gebunden ist, ist es im Normalfall jeder Randstein, jede Stege, alles, was wir in unserem Alltag gar nicht mehr wahrnehmen, ein Hindernis. An geselligen Anlässen halten sich die Behinderten sehr oft auch zum grossen Teil zurück, weil sie sehr schnell an ihre oder auch an die Grenzen der anderen stossen. Dass das nicht so muss sein, das möchten wir Ihnen heute Abend zeigen. Der Tanzkurs hat Frau Traute Bass ins Leben gerufen. Frau Bass, wie kommt man dazu, woher ist die Idee, so etwas zu machen? Also die Idee ist eigentlich nicht von mir, obwohl ich schon lange vorher etwas machen wollte auf meinem Beruf, in meinem Gebiet, mit Kranken, mit Behinderten, mit Leuten, die Schwierigkeiten haben, zu tanzen, in die Gesellschaft integriert zu werden. Rechter Arm. Links. Sie an. Fersenspitze, Fersenspitze. 1, 2, 3, 4, Fersenspitze. Rechte, linke, beide. Ich habe an dem Abend Regula Huwiler kennengelernt. Sie war Präsidentin damals vom Rollstuhlclub Zürich. Und die Gegebenheiten waren einfach optimal. Ich war selbstständig, habe meine Tanzkurse einen Weg hier zu Regensdorf gegeben, schon seit Jahren. Das ist ein optimaler Raum, Räumlichkeiten, weil es ist alles ebenerdig, es hat ein rollstuhlgängiges WC. Es sind einfach alle Voraussetzungen so optimal gegeben. Die Regula hat sich darum gekümmert, dass die Behinderte im Rollstuhl das erfahren. Ich habe mich bekümmert um die Fußgängertänzer aus meinen eigenen laufenden Tanzkursen. Haben wir die rekrutiert sozusagen und das ist eigentlich mit heller Begeisterung von allen Seiten aufgenommen worden. Gibt es jetzt in der Zwischenzeit solche Versuche auch noch in anderen Teilen von der Schweiz oder sind Sie da eigentlich jetzt noch immer ein Pionier? Es hat Versuche gegeben. Auf der Lehrgang haben es noch 2, 3 andere Tanzlehrer versucht. Sie sind aber gescheitert. Ich weiß es von Ihnen persönlich. Es hat einfach nicht gehauen. Sie haben es nicht können durchführen, auf Dauer. Sie haben es einmal probiert und dann ist es im Sande verlaufen. Woher sind die Teilnehmer von dem Kurs, den wir heute Abend sehen? Sind das Leute aus Kliniken, aus Heim, privat? Sie sind privat. Die meisten sind ganz privat, aber sie sind doch zusammengeschlossen im Rollstuhlclub Zürich. Zumindest erfahren sie das über die Organisation für die Rollstuhlfahrer. Ist der Versuch von Behörden und von Pflegenden überhaupt von den Betroffenen hier in der Schweiz aufgenommen worden?
Von den Betroffenen glaube ich schon positiv. Aber ich muss sagen, ich finde es enttäuschend, dass viele Heimleitungen immer noch denken, das Tanzen ist etwas Unseriöses, etwas Unanständiges, das sollen meine Heiminsassen lieber nicht machen. Sie haben Angst davor, sie kommen da in schlechte Gesellschaft oder auch mit poppiger, verwerflicher Musik in Berührung und das wollen sie nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Wird man in einer anderen Form, also losgelöst jetzt mal von daheim, aber auf privater Basis, in dieser Richtung weiterarbeiten? Sind da schon Tendenzen vorhanden? Sagen wir auch, was Theater anbelangt oder andere? Das glaube ich nicht, nein. Das glaube ich nicht. Also ich möchte gerne mit meinen Rollstuhltänzern so weitermachen. Ich möchte gerne neue integrieren, dass sich es ein bisschen verbreitert und dass mehr Freude an dem überkommt. Wir haben auch Ziele. Wir haben jetzt bereits die dritte Einladung auf grosse Ballveranstaltungen und Festivitäten, dass wir dürfen eine Darbietung bringen, dass wir im grossen Publikum dürfen zeigen, was wir machen und wie wir tanzen. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall zu dem sehr positiven Projekt viel Erfolg. Danke.